Du hörst den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute wieder mit in der Sendung ist Myriam Ross. Myriam, schön, dass du wieder bei uns bist. Hi. Ja, danke. Danke. Es ist immer spannende Themen. Ich hoffe, heute haben wir wieder ein spannendes Thema, obwohl es heute doch etwas mehr ins Eingemachte geht, glaube ich. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Ja, glaube ich auch. Wir haben uns im Vorfeld zu einem Thema verständigt, was ich ein sehr spannendes Thema finde, weil es eigentlich, oder was heißt eigentlich, es interessiert jeden Gründer, zumindest sollte es. Bevor wir loslegen, Myriam, heute stellen wir dich nicht vor, weil du bist ja mittlerweile hier Stammgast in diesem Podcast, machst dem Jakob echt Konkurrenz, der ja auch des Öfteren dabei ist. Aber wir haben ja versprochen, dass wir hier jede Woche möglichst ein Update zum Thema Steuer- und Finanzmanagement geben, sodass wir gerade in der Gründungsphase, vor allem in der Pre-Seed-Phase, einfach auch die richtigen Entscheidungen treffen. Genau, unser Thema heute, oder bevor ich auf das Thema komme, noch der Hinweis, das hier ist wieder ein Live-Podcast. Wir haben ja unser Lieblingstool riverside.fm am Start, die übrigens hier nicht Sponsor dieser Show sind, aber wir sind einfach so begeistert, dass wir das hier unbedingt pushen wollen. Das heißt, man kann diesem Podcast live beitreten. Wer jetzt in diesem Augenblick auch Mitglied in unserer University ist, Link findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr einen Link und könnt dann hier als Publikum quasi mit dabei sein. Und am Ende der Show machen wir wieder unsere Q&A. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen. Und diese Fragen beantwortet dann Myriam oder ich, aber vorzugsweise Myriam natürlich als Expertin. Und die vollständige Podcast-Folge gibt es dann auch bei uns in der University. Also die Aufnahme des Podcasts und die Frage-Antwort-Runde im Nachhinein gibt es dann als Extended Version bei uns auf der Plattform. So, Myriam, wollen wir loslegen? Ja, wir legen los. Cool. Zeit ist Geld in dem Fall. Miriam, unser Thema heute, ich habe noch keine richtige Headline gefunden, aber die wird sich jetzt ergeben in unserem Gespräch. Es geht um das Thema Holdingstruktur. Genau. Die große Frage, früher erinnere ich mich noch, ne, da ist erstmal so der Gang zum Gewerbeamt, also die Gewerbeanmeldung und dann gründet man vielleicht ganz alleine. Irgendwann wird es dann vielleicht mal eine UG, daraus machen wir dann eine GmbH und dann denken wir, okay, ist fertig. Ja? Mhm. Dann habe ich dich kennengelernt, Myriam, und du hast mir erklärt, dass das viel intelligenter geht, viel smarter geht. Und deine Frage war damals, habt ihr schon mal über eine Holdingstruktur nachgedacht? So. Ich fände es super cool, wenn wir uns heute zum Ziel setzen könnten, dass wir heute auflösen und sagen, okay, wann brauche ich eine Holdingstruktur und wie gehe ich das Thema wirklich ganz konkret an mit meinem Steuerberater, um dann wirklich auch für die Zukunft wirklich das Thema Steuern und Finanzen im Griff zu haben. Genau, also es gibt ja, also was meine Erfahrung so ein bisschen ist, gerade wenn man so gründet, man legt ja einfach los, weil man einfach so sehr operativ tätig ist, hat seine Geschäftsidee. Das Thema auch, wenn, also Gewerbeamt gehen, eine GmbH gründen, auch das ist manchmal, so ist meine Erfahrung, dass man den Leuten da ziemlich viel Hilfestellung geben muss. Ne? Was sind eigentlich die Next Steps? Also gibt ja auch diesen steuerlichen Erfassungsbogen, damit man überhaupt eine Steuernummer bekommt, damit man dann auch Rechnung schreiben kann. Also das ist ja alles ein Thema, was am Vorfeld oder bevor man überhaupt gründet, sich schon mal Gedanken drüber machen muss. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass schon in dem Bereich sehr viel Hilfestellung benötigt wird. Und das, was jetzt im nächsten Gang halt ist, ist dann eigentlich darüber hinausgehend nochmal, dass man sich eigentlich vor der Gründung schon Gedanken macht, wie stelle ich mich überhaupt auf? Was ist eigentlich mein Szenario? Unabhängig davon, ob das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert, ist halt für mich immer so eine GmbH, gerade was so Haftungsgeschichten angeht, aber auch wenn man jetzt mal weiterkommt, wie bilde ich das intelligent ab, ist eigentlich eine GmbH oder UG eigentlich der beste Weg,
das abzubilden. Okay. Es gibt, lass uns ganz kurz, bevor wir das, also meinen Job sehe ich heute in der teilweisen Übersetzung, also dass wir auch ein bisschen weiter vorne anfangen. Können wir noch mal ganz kurz aufklappen, was der Unterschied eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, und wenn ich so als Einzelperson unterwegs bin? Also Einzelperson, also wenn ich jetzt eine OHG einfach gründe, bin ich halt von der Haftung, also einmal 100% hafte ich mit meinem Privatvermögen. Es gibt die GmbH und Co. KG, da hast du halt das Konstrukt der GmbH als Teilhafter oder Hafter mit drin. Dann verschiebt sich natürlich die Haftung an diese GmbH, und diese GmbH ist ja in sich wieder eine Kapitalgesellschaft, und damit ist wieder die Beschränkung auf 25.000, weil wenn ich nur G habe, ist das eben auch beschränkt, sodass ich als Privatperson Kommanditist bin, die GmbH ist komplementär und ich als Privatperson eigentlich nur noch mit meiner Einlage hafte. Die können 1.000 Euro sein. Steuerlich habe ich aber das Thema, oder also es gibt immer positive und negative Gesichtspunkte, aber gerade wenn ich sage, ich gründe und will irgendwann vielleicht mal Anteile abgeben oder suche halt einen Investor, ist für mich eigentlich dann die GmbH das bessere Modul. Also wenn ich in einer Personengesellschaft unterwegs bin, habe ich immer Mitunternehmereigenschaft. Das bedeutet, dass ich als persönliches Steuersubjekt Steuer zahle. Wenn ich in einer GmbH bin, habe ich die juristische Person, und diese juristische Person ist das Steuerobjekt. Sodass ich immer so ein bisschen trenne, wer bin ich eigentlich steuerlich? Also ich bin ja nicht nur ich steuerlich, sondern wir haben ja verschiedene Identitäten im Steuerrecht, nämlich die natürliche Person oder halt Gesellschafter einer GmbH. Und die GmbH ist wieder hat eine ganz andere steuerliche Identität als ich als Einzelunternehmer. Und ist für sich zu sehen, ne? Also sie ist eine juristische Person und für sich isoliert von mir als Gründer meinetwegen zu sehen. Ein ganz wichtiges Golden Nugget, was da zwischen den Zahlen gerade versteckt war, ist auf der einen Seite die steuerliche Betrachtung. Ja? Also um überhaupt am Markt teilzunehmen, muss ich mir einfach Gedanken machen, welche Organisationsstruktur oder beziehungsweise welche jetzt fällt mir der Name nicht ein, egal. Beteiligungsstruktur. Wie ich firmieren möchte, auf der einen Seite die steuerliche Betrachtung, auf der anderen Seite, das, was du gerade gesagt hast, ist schon der Blick in die Zukunft, der aber wichtig ist, Thema Beteiligung. Ja? Jetzt haben wir ja ganz oft Startups, die relativ schnell exponentiell wachsen im Markt, weil sie einfach eine großartige Idee haben, tolle Dienstleistung oder was auch immer. Und dann kommt man natürlich ziemlich schnell an den Punkt und sagt, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich neue Gesellschaften mit aufnehmen möchte? Oder wenn ein Investor sagt, ich investiere in deine Firma und dafür kriege ich Anteile. Ja? Wie organisiere ich das? Also diese Perspektive, gehen wir heute vielleicht auch nochmal drauf rein, ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil. Ja. Genau. Also das ist genau das Konstrukt. Aber meistens ist, also wenn ich wirklich sage, ich habe so eine tolle Idee und irgendwann will ich Investoren haben. Investoren haben eigentlich immer so ein bisschen, sagen, Personengesellschaft, also die beteiligen sich schon gerne an einer GmbH. Und GmbH ist halt auch vom, wenn ich verkaufe, bin ich in einem Share-Deal und nicht in einem Asset-Deal. Also da gibt es schon mal von der Komplexität, ist das anders zu bewerten und zu begutachten. Also, aber meistens ist es halt einfach zu sagen, ich verkaufe GmbH-Anteile, also das Ganze, den ganzen Asset-Deal dann vorzunehmen. Und dann, also es ist halt von der Komplexität etwas einfacher, würde ich jetzt sagen. Also man macht wohl auch eine Unternehmensbewertung, aber es ist halt anders wie ein Asset, was wirklich einzeln übergeht. Ne? Und ein Share-Deal hat immer so einen Gesichtspunkt der Gesamtrechtsnachfolge. Also ein bisschen einfaches Spielgebiet, und Investoren kaufen eigentlich auch hauptsächlich GmbH-Anteile. Also klar, wenn jemand natürlich eine super Geschäftsidee hat und hat das in der GmbH, ein Co. KG oder eine OHG, da sagen die jetzt auch nicht, nee, nehmen wir nicht. Aber es ist halt vom Ablauf für die schon einfacher, auch wenn es mal in die andere Richtung geht oder wenn ich ein IPO mache, kann man eigentlich eine GmbH dann eben besser in eine Aktiengesellschaft überwandeln. Also es halt mehr, also ich glaube, also nicht glaube, ich weiß, dass es eben eine GmbH einfacher ist, Investoren onzuborden, als glaube, in einer GmbH. Ich glaube, darauf können wir uns auch einigen. Ich glaube, alles andere wird eher kompliziert, und das, was wir schaffen wollen, ist ja, dass wir
als Gründer im Unternehmen oder am Unternehmen am besten natürlich arbeiten und das ganze Thema Beteiligung aber im Blick haben. Und das finde ich wichtig. Also selbst, genau. Es muss ja nicht immer ein Investor sein, aber selbst wenn ich zum Beispiel alleine anfange, die GmbH gründe und jetzt kommen zum Beispiel noch ein oder zwei Co-Founder dazu, ja, dann bin ich ja spätestens dann wieder in der Diskussion und sage, okay, wie löse ich jetzt die Beteiligung? Und das kann ich ja dann über eine GmbH auch viel einfacher machen. Ja, ist so, genau. So, also das heißt, definitiv. Okay, das Ziel ist, eine Kapitalgesellschaft zu haben. Über die Form kann man sich ja dann noch Gedanken machen. Kapitalgesellschaft deshalb, und du korrigierst mich gern, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle, um auch das Risiko zu minimieren hinsichtlich meines Privatvermögens auf der einen Seite. Kapitalgesellschaft auch deshalb, um das Thema Beteiligung zu organisieren in Zukunft, Co-Founder, Investoren. Und jetzt kommen wir zu dem Holding-Modell. Wann brauche ich denn eine Holding und ist das überhaupt für jeden sinnvoll? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Also nochmal vielleicht zur Haftung. Also klar, wenn man als Gründer ist, wenn man jetzt, meistens sagen die Banken gehen ja nicht in die Gründungsphase mit rein so gerne. Aber wenn man jetzt so sagen, man hat große Bankverbindlichkeit, dann sagt natürlich eine Bank auch zum Gesellschafter, aber du haftest immer noch ein bisschen persönlich. Also das passiert aber bei Gründern gar nicht, weil Banken eher, also jetzt, den großen Wurf machen die nicht in der Gründungsphase. Also von daher ist ja auch gerade das Wagniskapital hier ein Riesenthema, auch in Deutschland, was noch nicht so ausgeweitet ist. Aber Banken, also ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit der NRW-Bank, da kam das auch wirklich raus, dass die sagen, wir fördern eigentlich jetzt nicht in Startups, sondern eigentlich die schon von der Kurve her ein bisschen weiter sind. Also von daher ist es, wenn Banken mit an Bord sind, in der Gründungsphase sagen die natürlich von der Haftung, du haftest trotzdem noch. Aber auf deine Frage zurückzukommen, eigentlich, weil man weiß ja nie, wo die Reise hingeht. Gerade in der Gründungsphase ist ja so, man kann eine super Idee haben, man kann sie aber auch nicht haben. Ne? Also, aber trotzdem ist für mich die GmbH auf jeden Fall das Grundgerüst. Und im nächsten Schritt ist natürlich die Frage, wie organisiere ich diese? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten als GmbH-Gesellschaft, ja die Anteile im Privatvermögen zu halten oder eben im Betriebsvermögen. Sprich im Betriebsvermögen, dass ich ein Holding über meine operative Gesellschaft setze und diese hält dann die GmbH-Anteile. Kann auch am Anfang einfach nur UG sein. Also auch vom Gründungsaufwand ist das relativ gering, wenn ich sage, ich lege oben in die UG 1.500 Euro ein. Die hält dann die Beteiligung an meiner GmbH. Also wichtig finde ich schon, dass die GmbH im operativen Bereich auch besteht, weil UG ist da immer, haben die meisten so ein bisschen ein Thema, gerade für die Außenrepräsentanz. Ne? Also dass man sagt, du hast ja nur eine UG. Ne? Also eigentlich ist die GmbH da, sollte man schon im operativen Bereich nach außen mit einer GmbH auftreten. Die UG kann, die Holdinggesellschaft kann eine UG sein, weil die nicht nach außen auftritt, aber die hat eine Aufgabe, nämlich die Beteiligung an der operativen GmbH zu halten. Warum? Also ich gehe mal so ein bisschen drauf ein, was bedeutet es eigentlich, wenn ich jetzt als Gründer hingehe, sage ich gründe eine GmbH und habe mein GmbH-Anteil in meinem Privatvermögen. Steuerlich gibt es dann eine Unterteilung, wie man die behandelt, nämlich einmal Beteiligung unter 1%. Und Beteiligung über 1%. Wenn ich unter 1% bin, ist das einfach, wenn ich Veräußerungsgewinne habe oder auch Dividenden daraus habe, Gewinnausschüttung, dann werden das eigentlich als Einkünfte aus Kapitalvermögen behandelt. Das sind dann § 20er Einkünfte
Und das bedeutet, hier greift die Abgeltungssteuer von 25% und Soli- und Kirchensteuer. Wenn ich jetzt Beteiligung über 1% habe, dann habe ich einen Veräußerungsgewinn, wenn ich das Ganze jetzt veräußere, aus Gewerbebetrieb und habe dann das Teileinkünfteverfahren, was hier greift. Das bedeutet, dass 60% versteuert werden und 40% sind steuerfrei. Mhm. Klingt viel. Das sind einfach so die zwei Konstrukte, wenn ich Beteiligung verkaufe, wie das dann eben zu berücksichtigen bin. Unter 1% und höher 1%. Aber ich versteuere halt, also auch wenn ich sage, also im Endeffekt komme ich immer auf ungefähr 26%. Gehe ich nochmal on top versteuer. Ja. Okay. Um es mal plastisch zu machen, also ich habe meine operative GmbH, ja, mit der ich am Markt operiere, mit meiner Marke und so, wie ich auch gegründet habe. Die Holding kann ich ja dann auch später drüber bauen, ne? Kann man sich vielleicht so wie so ein Organigramm darstellen oder vorstellen, dass man quasi eine UG, wie du gerade gesagt hast, aufbaue und die dann wiederum die Anteile der GmbH hält. Genau, aber ja. Ich wollte einmal noch sagen, wie quasi, damit man den Unterschied sieht, wie der GmbH-Anteil besteuert wird, wenn er von einer Kapitalgesellschaft gehalten wird. Da ist der Grundsatz, dass man sagen kann, 95% sind davon steuerfrei. Also Veräußerungsgewinne aus der Veräußerung von einer anderen GmbH, da gibt es § 8 Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz, sind grundsätzlich steuerfrei. Jedoch gelten pauschal 5% des Veräußerungsgewinns als nicht abziehbare Betriebsausgaben. Also eigentlich sagt man, okay, 95% steuerfrei. Voraussetzung beim Körperschaftssteuergesetz ist, dass die Beteiligung größer 10% ist. Gewerbesteuer sind es 15%. Also ab 15% hast du die Befreiung für die Körperschaftssteuer und auch für die Gewerbesteuer. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt eine einzelne GmbH habe, habe ich ja ungefähr Pi mal Daumen Besteuerungssatz von 30%, nämlich 15% Körperschaftssteuer und dann nochmal 15% Gewerbesteuer. So, da ich 30% genau den laufenden Gewinn grundsätzlich so zu versteuern habe. Wenn ich jetzt aber eine Gewinnausschüttung habe, die ich nach oben trage, dann ist das nur noch mit 1,5% Pi mal Daumen zu besteuern. Und da ist eben der riesige Vorteil. Also Gewinnausschüttung nach oben tragen heißt in der UG. Genau, in die UG reinzupacken. Genau. Also nicht also nicht auszuschütten an mich als Privatperson, sondern eben an die UG GmbH. Genau. Und das sage ich halt, also man sieht ja relativ schnell 25%, also plus Soli- und Kirchensteuer sind wir schnell bei 26,5 versus 1,5. Und diese Differenz spare ich ja dann. Also ich habe dadurch, ich nenne das immer eine Spardose oben. Die UG ist meine Spardose. Und daraus kann ich dann eigentlich weiter investieren. Sprich, ich kann eine Immobilien GmbH noch drunter bauen und sagen, ich investiere in Immobilien. Als Beispiel, die ich dann vermiete. Ja, oder beteilige mich an anderen Unternehmen zum Beispiel. Genau. Und ich habe immer halt die Möglichkeit, das Ganze auch zu steuern. Also ich kann mir ja Management-Fees hoch, also wenn ich sage, die Holding UG, die macht ja irgendwas. Ne? Also die regelt oder ist eine Finanzholding oder eine Management-Holding und man kann ja immer dann noch die Management-Gebühren hochfakturieren. Ne? Also das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die ich habe. Heißt, dass der oder die Gesellschafterin dann eine Management-Fee, eine Rechnung an diese Holding-Gesellschaft, an diese UG stellt und damit so eine Art Einkommen hat. Genau. Mhm. Also das ist halt, und das macht eben das Ganze sehr sinnvoll. Und ich habe halt, wenn ich mal so ein bisschen auch in Betriebsprüfungssinne nachdenke, also wenn ich kenne ja noch eine doppelstöckige Holding, also das ist dann so die Endphase, also was heißt die Endphase, aber wenn ich über diese Holding noch eine GmbH und Co. KG zum Beispiel bilden würde, wenn ich jetzt, ich habe das meistens das Thema, wenn Leute ins Ausland ziehen wollen, diese Wegzugsbesteuerung, das Thema, kann man das halt schön über so eine Holdingstruktur abbilden, dass man halt wirklich auch eine Organschaft drüber legen kann. Also das geht jetzt sehr ins Detail, aber man hat sehr viele Möglichkeiten, in diesem Bereich zu agieren und das Ganze auch zu steuern. Aber das ist erstmal eine einfache Struktur zu sagen, man hat eine Holding und darunter ist dann die operative GmbH oder wenn man halt weiter investieren möchte in andere GmbHs, dass man das halt wirklich über diese Holding UG oder GmbH auch tut. Ja.
Noch einen kleinen Ausflug in das Thema Gehaltszahlung. Als Gründer zahle ich mehr, wenn das finanziell möglich ist, ist ja nicht immer möglich am Anfang gerade, zahle ich mir ein Gehalt aus der GmbH. Und wenn ich diese Holdingstruktur habe, wie wir gerade gesagt haben, über diese Management-Fee, dann stelle ich kann ich als Privatperson und Gesellschafter der UG, wie wir es vorhin genannt haben, als unser Beispiel eine Rechnung stellen und sodass ich das Geld bekomme. Dadurch spare ich mir zum einen die Lohnkosten, die Lohnsteuer in der GmbH. Genau. Und zahle ganz normal meine Einkommensteuer mit dem Gehalt, was ich dann bekomme. Genau. Wichtig ist halt die Frage immer, was braucht der Gesellschafter noch an Geld zum täglichen Leben? Also meine Empfehlung ist halt, sich immer wirklich so viel nur rauszunehmen aus dem Konstrukt, was ich wirklich brauche zum Leben und nicht mehr. Also dass ich immer vielleicht in Grundfreibetrag wird nicht ganz hinkommen, aber dass ich zumindest am Rande des Grundfreibetrags wirklich mir Geld einnehme, zum Beispiel für Lebensmittel, für das Thema vielleicht Kinder oder meinem Urlaub fahren, dass das die Kosten sind. Und der Rest wird alles in dieser GmbH-UG-Holding-Struktur abgebildet. Also das ist, weil die UG, die Holding-UG oder GmbH ist meine Sparkasse. Darüber investiere ich neu in Wertpapiere, in Immobilien. Genau das ganze Thema, dass ich das darüber abbilde. Das ist extrem wichtig. Und mir wirklich nur das Geld rausnehme, was ich zum Leben brauche. Also die Frage ist immer, viele sagen ja, das ist so ein bisschen vielleicht der Nachteil, Personengesellschaft versus GmbH. In der Personengesellschaft kann ich mir einfach Geld entnehmen. Mhm. Ja, das wird wohl dann sowieso besteuert, weil der Gewinn versteuert wird im Endeffekt mit dem persönlichen Steuersatz. Aber ich kann mir das Geld zu entnehmen, ist einfach. Ne? Also man geht einfach hin, sagt, ich buche eine Entnahme. Auch das hat irgendwo seine Einschränkungen, spätestens dann, wenn ich ein negatives Kapitalkonto habe und das verkaufe oder auflöse, dann kommt das Ganze wieder zurück, weil ich es dann auch besteuern muss. Aber es ist halt einfacher. In der GmbH habe ich immer quasi drei Wege, mein Geld rauszunehmen. Einmal über quasi die GmbH-Gesellschaftervergütung, also sprich, ich bin angestellt. Dann als nächstes das Thema, ich kann mir das über die Gewinnausschüttung rausholen oder über ein Darlehen. Wobei beim Darlehen ist immer die Frage, wann bin ich in der verdeckten Gewinnausschüttung? Und also da müssen auch die Verträge sehr fest sein. Die Zinsen müssen, also die Zinsvergütung muss festgelegt sein und das Ganze muss einen Tilgungsplan haben. Also das ist immer so ein bisschen die Restriktion, wenn ich in der GmbH unterwegs bin. Aber auch das kann man halt relativ schnell einfach regeln. Also indem man sagt, ich nehme mir wirklich nur so viel Geld, was ich brauche als Geschäftsführer raus. Auch da, wenn ich über 50% Anteile habe, bin ich ja quasi, sagt das Sozialversicherungsrecht, bin ich einem Selbstständigen nah, also habe auch diese ganzen Sozialversicherungsthemen dann nicht. Paragraph 181 ist das, ne? Bitte? Paragraph 181 ist das. GmbH-Gesetz, dass ich quasi Geschäfte mit mir selbst machen kann. Genau, aber auch für Sozialversicherung, dass ich nicht sozialversicherungspflichtig bin. Ach so, ja, genau. Genau, also das Thema. Meist ist da empfehlenswert, ein Statusfeststellungsverfahren zu machen. Aber das ist halt genau das Thema, dass ich mir wirklich nur so viel rausnehme aus dem Unternehmen, was ich wirklich brauche, was ich nicht abbilden kann in meiner Struktur. Ja. Wie stelle ich mir das jetzt praktisch vor? Ich habe eine GmbH, eine UG da drüber, ne? Also diese Holdingstruktur. Jetzt, weiß ich nicht, stelle ich oder habe einen Umsatz von 100.000 Euro in der GmbH. Jetzt transferiere ich die Gelder in die UG. Also ich sage das jetzt mal so ganz operativ. Ne? Also wie kommt das Geld jetzt in die UG, sodass ich mir eine Management-Fee auszahlen kann? Du stellst einfach eine Rechnung. Okay. Stellst eine Rechnung. Die Firmen untereinander stellen sich die Rechnung. Genau. Die UG stellt der operativen GmbH eine Rechnung für Managementleistung, für Finanzleistung und schiebt das dann eben in die UG hoch. Und damit generiere ich Umsatz, genau. Und dann kann ich die Management-Fee-Geschichte abrechnen. Wie? Genau, abrechnen kann sie dann wieder, daraus arbeiten, ne? Also das Thema, oder man sagt eben, man arbeitet dann halt nur über eine Gewinnausschüttung am Ende des Jahres.
Wenn ich das, wenn ich die Management-Fee abrechnen möchte, brauche ich dafür nochmal einen zusätzlichen Gewerbeschein als Gesellschafter? Du brauchst, ja, also obwohl lege ich als Privatperson? Gewerbe, ja. Ja, du bist ja keine Vermögensverwaltende dann in dem Sinne, weil du ja mehr machst. Also Gewerbeschein brauchst du, musst auch eine steuerliche Erfassungsbogen machen, musst halt wirklich gucken, dass du auch Mietvertrag vorweisen kannst, das ist extrem wichtig. Genau, die Themen musst du eigentlich beobachten. Also du musst quasi die ganz normal gründen, wie du auch unten deine GmbH gründest. Genau, okay. Ab wann macht eine Holdingstruktur wirklich Sinn? Also gibt es eine Umsatzgrenze? Also eigentlich ist es halt immer strategisch, wo möchte ich hin? Eigentlich sage ich, der einfachste Weg ist es, direkt zu gründen. Weil wenn man, die meisten sagen, nach 2-3 Jahren, das Thema ist erfolgreich und stehen vielleicht jetzt genau vor der Problematik und sagen, ich will meinen Anteil verkaufen. Also das Thema habe ich jetzt gerade auch, relativ großes Unternehmen. Die Gesellschafter halten natürlich alle Anteile im Privatvermögen und fragen dann, ja, was kann ich denn machen? Und da ist es relativ schwierig, dann im Nachgang, also es geht, es ist aber wieder ein Aufwand, das zu tun. Und zwar den GmbH-Anteil, wenn er schon ein bisschen was größer ist, nachträglich in eine UG oder in eine Holdinggesellschaft einzubringen. Es gibt da eigentlich zwei Wege. Also es geht einmal, dass man sagt, man bringt einfach den GmbH-Anteil ein in eine neue GmbH. Dazu ist es aber möglich, wenn ich 51% oder mehr halte. Dann ist eine steuerneutrale Einbringung möglich in die GmbH. Ich bin dann im Umwandlungssteuergesetz. Und habe dann aber eine Sperrfrist von 7 Jahren. Mhm. Also sprich, wenn ich die eingebracht habe und dann weiter verkaufen möchte, habe ich halt immer die Problematik, dass quasi die Steuer, die ich normal hätte zahlen müssen, als Privatperson 7 Jahre quasi aufgespart wird. Also wenn ich die jetzt nur nach fünf Jahren verkaufe, dann muss ich für 2 Jahre quasi anteilig meine Steuer zurückzahlen. Hierfür ist ein Antrag beim Finanzamt zu stellen und das nennt man eigentlich den klassischen Anteilstausch. Mhm. Das Problem ist, wenn ich natürlich unter den 51% liege, nämlich dann kann ich das nur, also oben kann ich das einfach zu Buch werten, ich hebe keine stillen Reserven, nur halt, wenn ich dann in dem 7-Jahres-Frist verkaufe. Wenn ich unter 51% bin, ist das gar nicht mehr so einfach, weil ich es dann nicht mehr zu Buch werten machen kann. Und da ist halt genau die Frage, was mache ich dann? Also unter 51%, dann gibt es eigentlich das klassische Thema, dass ich sage, kann ich das vielleicht in einen Mitunternehmeranteil umwandeln, das Thema, und kann das dann zu Buchwerten hochbringen. Und da ist eigentlich ein Weg, den ich auch schon ein, zweimal gegangen bin, dass man sagt, man macht eine atypisch stille Beteiligung an der operativen GmbH. Und nimmt dann kreiert man quasi einen Mitunternehmeranteil und den kann man dann buchwertneutral oben in die Holding reinpacken, dass die Holding quasi dann die atypisch stille Gesellschaft ist. Das kann man zu Buchwert machen und es gibt auch keine Sperrfrist. Ne? Also man ist jetzt nicht die 7 Jahre gebunden, es ist nirgendwo in der Literatur da was zu finden. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist aber sehr komplex, das Thema. Also erstmal die Gründung der atypisch stillen Gesellschaft, dann wirklich das einzubringen, ist ein Umwand, also schon die Gründung der atypisch stillen Gesellschaft ist Umwandlungssteuergesetz. Man bringt quasi die GmbH in diese atypisch stille Gesellschaft, macht daraus eine Mitunternehmerschaft. Also das ist schon sehr komplex. Also am besten ist, wenn man sich im Vorfeld schon Gedanken macht, man setzt die Strukturen auf, weil man daran natürlich auch glaubt. Ne? Also man kann ja auch dann aus der UG andere Investments ja noch tätigen. Ja. Und weil im Nachgang ist das immer, ist man, also erstmal sind die Steuerberatungskosten dann dafür sehr hoch. Also so eine Umwandlung zu machen, das kostet schon sehr viel Geld. Und wenn man jetzt sagt, man hat aber eine UG und eine GmbH, diese jährlichen Kosten, klar, man muss einen Jahresabschluss für die UG machen, ne? Aber normalerweise hat man da eigentlich auch nicht so viel drin am Anfang. Und wenn,
man wirklich das Ganze aufgebaut hat, dann lohnt sich das ja auch. Ne? Dann, dann kann man das ja auch gut eben auch berechnen. Und ich glaube, es ist einfach ein Mehrwert, den ich da noch habe, weil ich definitiv darüber meine Steuern spare. Ja. Lass uns das nochmal zusammenfassen, dass wir das nochmal in so eine Roadmap reinkriegen. Also ich glaube, jeder, der sich als Startup oder als Gründer, Gründerin fühlt und Startup aufziehen möchte, der ist gut beraten, das mit einer UG zu starten, sollte das Kapital noch nicht da sein für eine GmbH oder die Hälfte zumindest davon, um das dann später zu einer GmbH zu machen und gleich auch darüber nachzudenken oder es auch gleichzeitig zu machen, indem man eine Holdingstruktur baut, also eine Verwaltungs-UG quasi über diese GmbH, über die operative GmbH setzt. Und dann sich überlegen kann, stelle ich mich selbst an oder auch meine Co-Founder in der GmbH oder löse ich das Ganze über eine Management-Fee, also die Co-Founder stellen quasi eine Rechnung an diese Verwaltungs-UG. Ja, genau. Unter den entsprechenden Voraussetzungen. Vielleicht gleich an dieser Stelle, weil es zeigt doch, wie komplex es ist. Also wir versuchen zwar auf der einen Seite hier so eine Roadmap zu skizzieren, aber auf der anderen Seite sind sehr viele Feinheiten auch zu beachten. Es ist auch immer wieder davon abhängig, was ich für ein Geschäft habe. Ja, verkaufe ich physische Produkte, verkaufe ich Dienstleistungen, bin ich ausschließlich digital unterwegs und so weiter und so fort. Deswegen hier nochmal der Aufruf, wenn dich das Thema interessiert oder du gerade an diesem Punkt bist und da Hilfe brauchst, nutze einfach unsere Möglichkeit eines kostenfreien Strategie-Calls und dann werden wir auf jeden Fall den Kontakt zu Myriam herstellen, um dann deine Situation zu beleuchten. Ich würde gerne nochmal ganz kurz eine kleine Schleife machen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wenn ich das als Einzelperson alles mache, vorbereite und das Ganze in einer Holding auflöse. Wie funktioniert das mit Co-Foundern? Jetzt habe ich zum Beispiel zwei weitere Founder an meiner Seite. Wir sind zu dritt, haben das irgendwie mit den Anteilen in der GmbH geklärt, dass jeder ein Drittel hat. Wie funktioniert das dann mit der Holding? Ja, dann bin ich ja unter den 51%. Genau. Und dann ist halt natürlich die Frage, wie bekomme ich quasi meinen Anteil zu Buchwerten oben in die Holding-Gesellschaft. Und das ist genau das Thema, wo man sagen kann, man kann das über diese atypisch stille Beteiligung regeln. Ah, okay. Das ist so, dass man eben aus dem GmbH-Anteil macht man dann das ist dann ein Mitunternehmeranteil. Dann bin ich wieder in dem einkommensteuerrechtlichen § 15 Einkommensteuergesetz unterwegs. Eben daraus Mitunternehmeranteil machen, den hoch, also einzubringen, dann im Nachgang in die Holding UG GmbH und das dann nach 2-3 Jahren aufzulösen. Also nicht, dass man eben in den Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO reinkommt. Mhm. Es ändert sich das ganze Spielfeld so ein bisschen, wenn ich dann sage, ich habe eine atypisch stille Beteiligung an der, also es ist dann eine GmbH und atypisch still. Dann beziehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich angestellt bin in der GmbH, keine Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, sondern ich bin dann Gewerbebetrieb. Also ich habe dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Was ich aber machen kann, also Sinn und Zweck der ganzen Übung ist halt, im Rahmen der atypischen stillen Gesellschafter mein GmbH-Anteil in das Betriebsvermögen mit reinzubekommen. Das wird abgebildet im sogenannten Sonderbetriebsvermögen 2, damit ich eben darüber meinen GmbH-Anteil ins Betriebsvermögen bringe. Der Vorteil daran, dass ich, wenn ich den jetzt zum Beispiel mit einer Bank finanziert habe, da ich auch die Verbindlichkeit mit reinbekommen kann. Es ist wirklich so ein bisschen wie Touren am Hochreck, das ganze Konstrukt. Ich habe gerade im Kopf gehabt, spätestens ist auch, jetzt. Es ist auch gar nicht so einfach darzustellen. Nee, klar. Quintessenz ist, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, weil im Nachgang ist es immer kompliziert. Ja. Und das ist aufwendig. Und deswegen machen wir ja diese Podcast-Folge, damit man rechtzeitig darüber nachdenkt, weil ich weiß das ja selber. Ja, du bist die ganze Zeit am Hustlen, du hast irgendwie so ein Passion-Project, aber du hast das Thema Finanzen halt nicht im Blick. Ja? Genau. Genau darum geht es ja spätestens das ist jetzt. Das ist noch nicht mal dieses operative Finanzthema, sondern das ist wirklich den Rahmen, ne, den Rahmen meiner Tätigkeit abzustecken und sich schon strategisch Gedanken zu machen, wo soll die Reise hingehen. Also wenn ich einen Businessplan mache, zum Beispiel am Anfang, da habe ich ja eine Idee.
wo gehen meine Zahlen hin, wo hole ich mir einen Seed-Investor, wann kommt Venture Capital, wann verkaufe ich, also das ist ja, oder verkaufe ich ja nie, das kann ja auch das Thema sein, ne? Aber ich habe ja einen Businessplan und dann sehe ich ja, wo die Reise hingehen könnte oder ich habe ja ein Gefühl für mein Geschäft und für meine Absatzmärkte. Und spätestens in dem Umfeld muss ich mir auch Gedanken machen, wie bilde ich das denn steuerlich ab? Aber spätestens jetzt muss ich kurz, spätestens jetzt, Miriam, sollte jedem klar sein, warum es durchaus Sinn macht, auf C-Level jemanden wie dich zu haben, ja, also jemanden CFO zu haben, der sich einfach genau mit diesen Themen beschäftigt und da auch Experte ist, oder möglichst jemanden zu finden, und das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. In meiner Vergangenheit habe ich nämlich einen Steuerberater gehabt, den ich angerufen habe und gesagt habe, hey, ich habe da einen Podcast gehört, können wir das auch machen? Und der Steuerberater dann so sagt, ja klar. Und dann frage ich, warum ist denn die Beratungsleistung bei mir nicht angekommen von Ihnen? Ja, weil das Problem ist, diesen gesamtheitlichen Aspekt zu haben oder das abzubilden, gesamtheitlich darauf hinzuschauen. Also nicht nur den operativen Finanzblick zu haben, sondern auch die Rahmenbedingungen steuerlich abzubilden und zu wissen, wo geht man eigentlich strategisch hin. Aber es ist ja meistens so ein Gründungsprozess, aber jetzt muss ich auch noch so einen Businessplan machen. Ne? Also auch wenn es vielleicht für eine Bank ist, für einen kleinen Kredit, wenn eine Bank mit reingeht, oder dann zu sagen, nee, ich bin ein Seed-Investor, jetzt muss ich doch einen Businessplan machen. Dann ist aber auch meist die Reise, die Messe schon gelesen, weil man dann zu weit in dem Prozess drin ist. Sondern man muss sich vorher sagen, wie will ich eigentlich das ganze Thema abbilden? Ja, und es ist mein Job. Das müssen wir festhalten an dieser Stelle. Als Founder ist es mein Job, mich genau darum zu kümmern. Genau, ich muss dieses Wissen nicht haben. Ja, ich muss jetzt irgendwie kein Studium machen, dass ich das irgendwie alles selber machen kann. Ich muss mich aber darum kümmern, dass ich die Leute finde, die mich da richtig beraten und auch richtig führen können. Das ist halt einfach wichtig. Und das war der Sidekick, den ich vorhin gegeben habe. Der Steuerberater ist da vielleicht nicht unbedingt, gibt auch andere, ich will jetzt nicht alle schlecht machen oder so. Meine Erfahrung war nur, von 10 Steuerberatern kommen 9 eben nicht auf die Idee, dich anzurufen und zu sagen, hey, hast du schon mal über ein Holding nachgedacht? Also nicht nur das, sondern auch, wie bilde ich überhaupt das ganze Geschäftsmodell ab? Also wenn ich sage, es geht ja los, digitale Buchführung, dass ich das von Beginn an mache, eine Kostenstellen, Kostenträgerrechnung, also dass man wirklich sagt, ich will, klar, man startet klein, aber dass man sich schon über eine Basis Kostenstellen, Kostenträgerstruktur Gedanken macht und die dann eben weiter im Prozess mit aufbaut. Dass eben genau der Businessplan darauf basiert, dass ich eine Bottom-up-Planung machen kann oder Top-down und sich das dann in der Mitte auch trifft und dass ich darüber auch reporte und meine Zahlen steuere. Dass ich einfach, Sinn und Zweck dieser Übung ist einfach, dass ich als CEO oder dann als Founder monatlich meine Zahlen sehe, weiß, okay, das sind meine eingeschwungenen Kosten, um den normalen Umsatz zu generieren. Dass ich direkt sehe, da passt was nicht, da passt was von meinen Produktivitäten nicht, was ist da passiert? Also das ist, dass ich einfach intrinsisch meine Zahlen lesen kann. Ja. Und daraus Handlungsempfehlungen, also ganz schnell handeln kann, dass ich genau weiß, okay, hier passt was nicht, was muss ich ändern? Was passiert hier gerade? Und das relativ zügig und nicht erst am Jahresende. Klar, eine BWA kann das auch, aber es ist halt nicht so tiefgehend, dass ich weiß, das Produkt läuft nicht, das wird gerade quersubventioniert von einem anderen Produkt, dass ich ein Gefühl kriege dafür. Und die Investoren wollen das auch. Also wenn man spätestens sehr professionelle Investoren drin hat, die wollen natürlich wissen, was für ein Produkt läuft, warum was, was sind deine KPIs, wie steuerst du, ne? Weil ich sage, ich habe eine BWA, und was machst du damit? Also ja, das ist halt genau das Thema, was man sich halt auch am Gründungsprozess schon mal Gedanken drüber machen sollte. Ja, übrigens 90% der Investitionsrunden scheitern, wenn die Gründer und Gründerinnen über die Kennzahlen, über ihre Finanzen keine verbindliche und sichere Auskunft geben können. Ja. Sieht man übrigens auch ganz schön, wenn man ab und zu mal Höhle der Löwen guckt, dass spätestens dann, wenn die Frage kommt, wie sieht es denn mit den Finanzen aus? Wofür soll denn das Geld ausgegeben werden? Und so weiter und so fort. Also Fragen zum Businessplan, zur Finanzstruktur. Wenn man dann oder wenn die Investoren dann merken, oh, hier fehlt die Antwort, ja, dann steigt natürlich das Risiko auf der Seite der Investoren massiv, weil sie natürlich nicht wissen, ob der Gründer oder die Gründerin Einblick in die Company haben.
Also genau. Das an dieser Stelle auch nochmal so als Wink mit dem ganzen Zaun. Genau, und vor allem dann die Unternehmensbewertung, ne? Die basiert ja auch darauf. Also genau, ja. Im Endeffekt den Cash, den ich damit generieren möchte, als Veräußerungserlös, ist ja genau das ist ja die Basis. Und je mehr ich weiß, wie atmet denn mein Unternehmen, was sind meine KPIs, wie kann ich denn das auch vielleicht steuern, dass ich irgendwie zum Stichtag hin ein besseres Ergebnis habe, in die Bewertung einläuft. Also das sind ja auch so diese Spielmöglichkeiten, aber zumindest diese Möglichkeiten, die man dann vielleicht hat. Ja. Den Ermessungsspielraum, den man vielleicht vorher gar nicht kannte, weil man eben das nicht hat. Ja. Miriam, was haben wir gelernt heute in der Podcast-Folge? Wir müssen nicht alles wissen, aber wir müssen die Leute kennen, die dieses Wissen in unser Unternehmen einbringen können und damit natürlich das Wachstum langfristig auch sicherstellen können. Und wenn du dazu Fragen hast, lieber Hörer, liebe Hörerin, dann gerne hier dieses kostenfreie Strategie-Meeting mit uns nutzen. Da schauen wir uns eure Situation ganz genau an und dann geben wir auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen, was zu tun ist, je nachdem, wo ihr gerade steht. Miriam, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt unserer Audience, die hoffentlich sich hier zahlreich eingefunden hat. Ja. Und vielleicht finden wir noch das ein oder andere White Paper in deiner Sammlung, was wir vielleicht in die Shownotes dieser Podcast-Folge mit dazu hängen können als Download. Gerne. Alright, dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal.